Haken gesockelt dahin. Ja. So viel mit anfangen. Ich kann mich daran erinnern, dass man in Diablo 2, glaube ich, was draufzaubern lassen konnte, ne? Jo. Das ging ja da. Was geht denn gegen bis hier? Bis hier noch nicht. Oh. Diener, die Menschen glauben tatsächlich, was sie sich hinter ihren lächerlichen Mauern verbergen können. Doch bis jetzt haben sie erst einen Vorgeschmack auf die ganze Macht unserer höllischen Streitkräfte bekommen. Wir werden sie in einer Flut der Sünde ertrinken. Noch ist das Mädchen schwach und ihr Held wird nicht damit rechnen, dass wir von unten angreifen. Lastige, fräsige Bestie los. Nee, nee, nee. Die 17 Monster getötet, sauber. Das wäre ein epischer, der vereist. Jawohl. Das geht noch nicht. Boah, 1278. Nett. Jo. Jetzt sind wir ein bisschen im Kreis gelaufen. Ja, komplett. Könnten hier weiter runter gehen. Okay. Also dann da oben. Ja, oder da. Jo! Ich glaube, das sind jetzt alle Viecher auf einmal explodiert. Kann das sein? Ja. Ja, toll. Geil, ey. Naja, so wild. Post-Tos. Alter, ey. Wie viele waren da nicht? Vier Viecher, die gleichzeitig explodieren. Ich hab schon relativ viel Leben. Furchtbar. Das geht noch nicht. Hui! Aber ein eisiger. Klopf, klopf! Ich! Oh mein Gott, da habe ich einmal nie aufgepasst, weil ich wissen wollte, was der Erfolg war. Gut. Mach ich nie wieder. Eine Leiche überhaupt. Das ist explodierenden Viecher. Oh, 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 oh. Bring dir ein paar Skelette mit. Der Hammer ist einfach nur genial. Eine Truhe. Also ich muss gleich mal in der Stadt fahren, also, ne? Zum Verkäufer. Ja, ich auch. Ich hab ziemlich voll. Können wir jetzt eigentlich auch machen. Ja, den Rest hier mit. Fehlerhafter Topaz.
Ich trage zu viel. Ja, dann gehen wir jetzt eben zurück. Ich habe auch ziemlich viele Sachen zu verticken. Dann kann ich gleich den Rubin reinmachen. Oder was auch immer der da für mich hat. Unser Volk hat vielleicht keine Heimat mehr. Aber ich werde überleben, solange ihr nur etwas von mir kauft. Boah, wie sieht's aus mit dem Hammer? Billig. Brauchst du eine Hose, 29 Stärke? Hose mit 29 Stärke? Ja, ja. Meine alte macht 27. Fett. Brauchst du eine Brust mit 31 Stärke und 2 leeren Sockel? Ja. Ja? Warum findest du mein ganzes Equip, ey? Meine jetzige Brust hat nur 20. Wow. Okay, 14 Segen brauche ich nicht, brauche ich nicht. Dann guck ich mal, was ich da reinsockel. So, ich habe jetzt 3 von denen. Kann mir sicher was Lustiges darstellen. Ah, bist doch du. Ja. Ein Rubin. Fett. Jawohl. Noch meinen Kolben hier entsockeln. Geil. 8 bis 16 Schaden drauf. Was sockel ich jetzt in die Brust? Was würde mir das eigentlich geben, wenn ich einen roten da rein sockeln würde? Auch für Kopfschutz. Einfach nur 10 Stärke. Gibt es was Spezielles für die Brust eigentlich? Was? Irgendwas Spezielles für Brust. Also, aber, von den Edelsteinen, ja, weil da steht nur Waffe, Kopfschutz und sonstiges. Ne, sonstiges ist das. Also Intelligenz brauche ich da nicht wirklich reinmachen. 2 Sockel habe ich zur Verfügung. Ich habe nur Vitalität. Ja, ich auch. Vitalität und Stärke. Geschicklichkeit habe ich noch, aber... erhöht die Ausweichchance. Also wie ich gesehen habe, ist die Ausweichchance schon ziemlich wichtig, ne? Im Inferno-Modus zum Beispiel. Da stand ja fast nur dodged. Ich habe eh so viel Vitalität. Könnten wir mal probieren. Könnte mir sogar schmieden lassen. Das wäre eine coole Sache, dann mache ich das doch mal. Mal sogar 2 davon schmieden lassen. Ob das so nötig ist, weiß ich nicht. Erstmal tue ich die in mein Inventar. Ah, jetzt hab ich die mitgenommen. Oh. Dann gucken wir mal. Fehlerhafter Smaragd. 10 zu Geschicklichkeit machen wir einfach mal. So, jetzt hab ich 55. 65. Hm, 10 Stärke können die jetzt reinmachen oder halt noch mehr Geschick. Mal einfach mal den Stärketeil rein, fertig. Okay, ich bin fertig. Also ich denke, dass Geschick noch wirklich sehr wichtig werden wird. Oh, ein Amnetist. Die kommen auch immer häufiger. Bin mal gespannt, ob wir gegen Diablo später noch wieder Widerstände brauchen und so Mist. Unten ist noch. Ja, unten ist noch ein bisschen. Und wenn dann da nicht, dann oben noch.
Genau, er explodiert einfach. Ein Tor übersehen. Ja, ist aber nichts. Dann kam Gold raus. Ja, dann da oben. Dum, 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 dum. Was hast du gefunden? Eine Armbrust. Ne, eine VZ. Wer ist das Scheiß Ding denn auf Deutsch? Bogenschützteil. Bogen. Jeder die Bolzen. Ja doch, Armbrust. Ja doch, Armbrust. 36,8 Schaden. Eine in mir. Nett. In leeren Sockeln und so. Die mit ihren Schildern. 269 Schaden. Jawohl. Ring 13 Stärke. 13 Stärke Ring. Ne, brauche ich nicht. Hab dann Vitalitätsring ein bisschen mehr Schaden. Ich muss mal gucken, was man da überall reinsuchen soll als Papa. Der kommt in die Stärke, Geschicklichkeit und Vitalität halt. Mein Gott. Ich würde jetzt was für eine Eule. Bereits in eure Festung eingedrungen. Und sein Appetit ist riesengroß. Er wird eure Leiche und die eurer Freunde verschlingen. Naja. Finde die Speisekammer. Er hätte gerade was von Essen gesagt. Boah, Ebene 3 schon. Holy moly. Wer ist denn nochmal? Volzak-Dämon. Ach, na gut. Noch so ein Viech. Noch so ein Viech, meine Güte. Boah, ist er geplatzt, ey. Die zu schützen. Oh, ja, dafür haben wir den Achievement bekommen. In einem Bollwerk, wenn die so durch die Mauern krachen. Fünfmal. Und platzen tun die auch noch lustig. Boah, nur viele. Da war 14 Monster getötet. Also Mörder bin ich da hinten. Boah, 1222. So ultra viel. Kriegshaube, episch. Nice, schau ich mal. Bitte lass es gut sein. 12 Stärke, 15 Geschicklichkeit. Goddammit. Wird mir Leben, Schaden wegnehmen und Schutz ganz wenig. Und einen Sockel. Kannst du den gebrauchen? Was ist da drauf? 12 Stärke, 15 Geschicklichkeit, getötete Gegner gewähren 9 Erfahrung und ein leerer Sockel. Nee. Ich auch nicht wirklich, da würde ich sehr viel Vitalität einbüßen. Leben und Schaden. Wenigstens droppt er mal was Episches. Aber man halbwegs gebrauchen kann. Meine Schultern sind jetzt blau. Ja.